Heute erfahrt ihr, wie viel Speicherplatz ihr für The Witcher 3 Wild Hunt braucht, wieso die britische Armee jetzt eine Einheit namens Facebook Warriors hat und warum Dying Light ohne den Day One Patch ein ganz anderes Spiel ist. Ich bin Luke und das sind die Excalibur News. Die Mindestmenge an Speicherplatz für die PS4-Version von The Witcher 3 Wild Hunt wurde bekannt gegeben. Im niederländischen PlayStation Store wird empfohlen, mindestens 50 GB Speicherkapazität für das Spiel freizuräumen. Mindestens. Nur zum Vergleich, das ziemlich wuchtige Dragon Age Inquisition umfasst mit seinen 150 bis 200 Stunden kompletter Spielzeit gerade mal 40 GB. Nun stellt sich einem natürlich die Frage, ist das Spiel so unfucking fassbar umfangreich oder einfach nur sehr schlecht geschrieben? Wo der polnische Badass-Hexer einfach nur viele Daten mit sich bringt, will die britische Armee jetzt verstärkt welche sammeln. Zu diesem Zweck wird noch dieses Frühjahr eine Einsatztruppe namens Facebook Warriors mit insgesamt 1500 Mitgliedern ins Leben gerufen. Aufgabe der Soldaten ist, den Feind auf den sozialen Netzwerken auszuspionieren und vor allem ganz oldschool propagandamäßig falsche Informationen mit richtigen zu mischen und das Ganze zu streuen. Damit soll die Gegenseite so vernebelt werden, dass sie den eigentlichen Angriff nicht kommen sieht. Das klingt jetzt vielleicht albern und man meint, der Krieg hat nicht viel mit sozialen Netzwerken zu tun. Tatsächlich aber hat Israel bereits so eine Truppe und die haben damit schon einige erfolgreiche Einsätze durchgebracht. Es gab sogar Zeitpunkte, an denen die Hamas und das israelische Militär direkt auf die gegenseitigen Tweets eingegangen sind. Retweet, wenn wir jetzt die Raketen abschicken sollen. Favorisieren, wenn wir mit Panzern lieber kommen sollen. Affen-Smiley, lachender Smiley, pulsierendes Herz. Hashtag, wir machen euch platt. Und während die Briten auf Facebook und Twitter rumgammeln, gibt es in der arabischen Stadt Harran ein großes Problem. Nein, wir rutschen jetzt nicht in eine Real-Life-Berichterstattung. Harran ist die fiktive Stadt, in der Dying Light spielt. Die ersten Beschwerden kamen nämlich schon, als das Spiel letzte Woche gelauncht ist. Die Performance kackt ab, das Bild ist zu körnig, da haben die Spieler jetzt leider auch nicht ganz unrecht, aber es liegt bei den meisten wohl eher daran, dass sie in ihrem Spieltrieb den Day One Patch einfach ignoriert haben. Der behebt laut Techland nämlich so ziemlich alle Performance-Probleme und macht das Spiel zu einem ganz anderen. Im selben Patch wurde übrigens mal ebenso jegliche Modding-Option eliminiert und in den Patch Notes als Cheat Prevention eingetragen. Darüber sind ebenfalls viele Modder empört und steigen, ähnlich wie im Spiel, auf die Dächer. Man setze so Leute, die einfach einen anderen Farbstil als den grobkörnigen The Walking Dead Gelbstich wünschen, mit Raubkopierern und cheatenden Hackern gleich. Wie das Spiel auf uns wirkt, erfahrt ihr dann am Mittwoch im Hands-On. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr hier in der Mitte abonnieren. Unsere Meinung zu den News allgemein gibt es dann am Freitag im News-Recap. Den von letzter Woche findet ihr übrigens, wenn ihr da hinklickt. Ansonsten gibt es hier noch das Best of Twitch. Und nun, ich gehe jetzt mal ein paar falsche Informationen auf Facebook streuen und wünsche euch noch einen schönen Tag.